Mahlzeit Leute, was geht ab? Mein Name ist Ole und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder unterwegs mit dem TT, es ist schönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Eine Runde mit dem Motorrad gibt es gleich auch noch. Aber jetzt erstmal zum Auto. Ich bin jetzt hier mit ungefähr 1000 Kilometer gefahren. Ich wollte mal einen kleinen Zwischenbericht geben, da wurde unter anderem nachgefragt. Also erstmal guckt ihn euch an. Stabile Fahrhöhe auf jeden Fall. Das hier ist TÜV-Höhe, so, man kommt hier gerade noch so mit der Hand zwischen, sieht aber schon ganz ordentlich aus. Auch wenn ihr jetzt mal so guckt. Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus, finde ich zumindest. Ja, es gibt außerdem noch so ein paar Neuigkeiten hierzu. Und zwar gab es eine Rückrufaktion von der Audi AG bzw. in Kombination mit dem Kraftfahrtbundesamt. Die haben mir ungefähr eine Woche nachdem ich den Wagen angemeldet habe, ein Schreiben geschickt. Indem die meinten, es kam wohl zu Fehlfunktionen der Airbags, alterungsbedingt bei diesen Fahrzeugen. Und deshalb musste der Gasgenerator am Fahrer-Airbag ausgetauscht werden. Das habe ich machen lassen. Der Wagen war heute, also heute ist Freitag, der Wagen war heute beim Audi-Vertragshändler. Das wurde ausgewechselt und jetzt ist da wieder alles gut soweit. Außerdem ist mir neulich was ziemlich Dummes passiert. Und zwar bin ich mit dem Wagen zur Arbeit gefahren und ich habe das Licht brennen lassen, morgens. Und als ich dann nachmittags wieder losfahren wollte, ging die Karre natürlich nicht mehr an. War komplett tot, also nicht mal mehr die Zündung ging an. Über Brücken habe ich versucht, danke an der Stelle nochmal an die beiden Kollegen, die das gemacht haben, die mir da geholfen haben. Ja, über Brücken ging nicht, die Karre war wirklich komplett tot. Dann habe ich in einem ADAC Bescheid gesagt. Und der ADAC-Kollege hat mir dann die Karre wieder ans Laufen gebracht mit einem Booster-Pack. Ging auch sofort an. Wo mich aber der Kollege darauf hingewiesen hat, ist, dass ich doch mal bitte die Klemmstellen überprüfe, also das Klemmbrett auf der Batterie, wo die ganzen Pluspol-Kontakte zusammengeschaltet sind. Da waren nämlich sehr hohe Übergangswiderstände, das konnte er rausmessen, weil da eine sehr große Hitzeentwicklung war und auch ein enormer Leistungsverlust entsprechend. Das Kabel konnte man nach ein paar Minuten Stand laufen lassen fast nicht mehr anfassen, weil das so warm wurde. Und deswegen habe ich dann die Kontakte entsprechend einmal alle neu gemacht. Das blende ich euch einmal hier ein. Ganz genau. Das ist auch wieder alles cool soweit. Auch alles wieder sicher. Das soll es erstmal gewesen sein. Das Fahrzeug fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte es in den Kommentaren auch schon geschrieben. Ein paar Leute hatten danach gefragt. Es fährt sich ausgezeichnet, eigentlich wie ein Neuwagen, wenn man so will. Also es ist halt frisch gelagert. Fahrwerk ist neu. Alles super, alles prima. Ich bin echt sehr glücklich damit. Soundmäßig hat das Ding auch einiges zu bieten, muss ich sagen. Aber davon könnt ihr euch ja mal selbst überzeugen, denn jetzt kommen noch ein paar Fahraufnahmen, die ich neulich gemacht habe. Das soll es von mir soweit gewesen sein. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte jeden Kommentar. Viel Spaß, Leute. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
beim BMW, beim Mercedes.